jetzt hier wieder in der Mitte. Guckt, dass ihr immer, so wie ihr es macht, hinten sitzt. Beim Kämpfen meistens passiert sogar das, dass die Hände mal hierher kommen. Auf dem Boden. Das ist natürlich super, das will ich haben. Ja? So, wenn er hier ist, greife ich eine Hand. Jetzt kann ich hier öffnen. Weil wenn ich hier öffne und mich hier festhalte, wenn er abhaut, bin ich auch mit ihm verbunden. Das ist kein Thema. Ja? Greife hier die Hand, wechsel um und mach hier wie so Sit-up. Also Bauch hoch. Eins, zwei, okay? Während ich öffne, gehe ich hier unten, gehe hier auf meinen Ellenbogen. Ich bin komplett auf meinen Ellenbogen. Seht ihr das? Jetzt gehe ich hier rum. Gehe ich hier rum und greife meinen eigenen Arm. Jetzt falle ich runter. Sobald ich falle, mache ich mein Bein hier rum. Und jetzt greife ich hier fest und gucke hier runter. Das bedeutet, mein Körper guckt runter und dreht seinen Arm raus, bis es durchbricht oder er in den Tap geht. Noch einmal. Wir sind hier. Normalerweise im Kampf ist er hier. Also der wird immer probieren, hier zu bleiben, da zu machen, vielleicht mit den Händen weiter vor. Ich muss probieren irgendwie, dass seine Hände hierher kommen. Also hier irgendwie das machen, das ist Schwachsinn, das geht nicht. Ist die Hand hier dran, greife ich, Fuß auf und gehe hier. Ich bin hier komplett in der Luft, das ist wichtig. Jetzt wechsle ich aus, gehe hier rein und greife meinen eigenen Arm. Fall wieder auf meinen Rücken und mach mein Bein dazwischen. Arm dran, guck da runter und bumm. Okay? Wir sind nicht dumm, machen wir gleich den Reverse dazu. Das bedeutet, ich bin hier, hier und vergesst dieses Bein. Er dreht sich ein, kommt wieder zu mir und kommt wieder zurück und hat mich. Okay? Ja? Also er macht es mal bei mir. Also, wenn ich kämpfe, bin ich weit hinten. Hab die Hände hier, niemals hier. Jetzt hat er es aber geschafft, hier hinzubringen. Greift rum, er ist hier. In der Luft, greift sich selbst, fällt jetzt auf seinen Rücken. Und jetzt macht er das zu und macht hier hoch. Gut. Während er das jetzt macht, vergisst er aber dieses Bein. Dieses Bein ist der Schlüssel, dass ich nicht rüberfliege. Das bedeutet, eins, zwei, drei, vergisst es jetzt. Vier, eins, zwei, und komm hier wieder zurück. Drei, vier. Dann sieht das natürlich etwas smoother. Dann sieht das Ganze natürlich so aus. Macht das Ganze. Und bin hier auf 69 oder irgendwas. Aber ich kriege das Ding nicht mehr ab. Okay? Und das Bein ist wichtig. Das bedeutet, wenn er das macht, macht das Ganze, dann lasst dann alles los. Warte weiter. Macht das Bein drüber und lasst alles los. Lasst alles los. Das auf hier. Und das Bein. Das ist wichtig. Das Bein. Ja? Und da kann er denn das zumachen, okay? Es gibt eine Variation, kann man modifizieren, er macht nochmal zu und macht dieses Bein, huckt er hier ein und huckt ihr hier ein dann später, ja? Erstmal ist es draußen, eins, zwei, jetzt huckt er da ein und so eine Variation, das gibt es auch, aber da seid ihr nicht so mobil, seht ihr das? Wenn er, huck mal raus wieder, huck mal raus und jetzt kann er sich besser drehen, seht ihr das? Und jetzt ist am durch. Viel Spaß. Prost. Prost. Prost.